Unversterblichkeit, denn es gab mir eine Zeit und drei kontrolliert den Stift. Heutzutage selbst zu denken ist ein absolutes Muss. Ach, ihr habt gewusst, nicht alles stimmt, was ihr erzählt. Doch macht euch mal bewusst, nicht damit am besten kriegt. Das sind die Kinder, meine und eure. Und um das zu verhindern, muss gemeinsam und später echter Widerstand beginnen. Gibt dem Gehorsam einen Stopp. Doch vielleicht ist immer noch tiefer Gott in eurem Kopf. Es ist ja nur ein Mundschutz, es ist ja nur ein Test. Es ist zwar völlig grundlos, doch bitte macht keinen Stress. Jetzt nochmal, macht euch klar, nutzt die vorhandene Chance. Und begreift, es ist wahr, nichts anders als sonst. Somit ist jede Maßnahme kriminell und die nur in sich und ihrem Ziel, unsere Gesellschaft zu bekriegen. Zuerst sind eure Eltern dran, allein und isoliert. Danach sind eure Kinder, was wenn indoktriniert. Kriegen Angst, wenn initiiert, Opa und Oma anzustecken. Und die Schuld daran, sollten sie im Koma dann verrecken. Kein Plan, unverschämte Kinder, unbeschwerte Kindheit. Fokus nur auf Angst, Zwang und generell getrimmt sein. Auf Linie stehen mit Abstand, keinerlei Kontakte. Kommt Sport oder Musik und alles nur mit dieser Maske. Wollt ihr echt, dass euer Kind so aufwachsen muss?